Ja, mit einer großen Außenreportage oder einem langen Außenmonolog wird das heute nix. Hier schneit's unglaublich, wir werden richtig eingeschneit. Selbst die Wetterstation ist schon im Schnee versunken. Aber das soll uns nicht daran hindern, ein neues Video zu machen. Aber ich würde sagen, das machen wir besser drin, bevor es hier ja, noch mehr Schnee gibt und mir die Kamera noch irgendwo in den Schnee fällt. Also, bis gatt. Ja, das war jetzt etwas mehr Schnee, als ich erwartet habe. Aber zum Glück, ich bin zurück. Ich würde sagen, wir gehen nach drin, aber erst noch. So, wieder drin an der Wärme. Und was macht man, wenn man eingeschneit ist? Man sortiert seine Münzensammlung, seine Briefmarken oder eben die Objektive. Jeder hat seine Schwäche. Meine sind Uhren und Objektive. Ich wurde auf Twitter und YouTube schon ganz, ganz oft gefragt, Raphael, kannst du uns mal Tipps geben, welche Objektive denn toll sind für die Sony A7? Du hast die ja schon so lang. Stimmt, ich hatte eine der ersten A7, die in die Schweiz kam. Ich glaube, das war 2012 oder 13, Ende Jahr. Ich habe die damals direkt im Sony-Shop gekauft, weil die erste Lieferung gekriegt haben. Naja, inzwischen habe ich ein paar von diesen A7s gehabt und kenne die Kamera relativ in- und auswendig. Und Objektive habe ich auch ein paar Lieblinge. Ich habe vor 2-3 Jahren eine Liste geschrieben, mit welchen Objektiven ich am liebsten arbeite. Ich verlinke die unten am Artikel. Aber ich würde sagen, ich zeige sie euch auch schnell. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Objektivstaffette. Ein Objektiv nach dem anderen und ich montiere es gleich hier vorne, dass wir sehen, wie sie funktionieren. Übrigens, das sind nicht alles meine. Der Ruf nach einem Objektivvideo von mir war so laut, dass das sogar Sony gesehen hat und gemeint hat, sollen wir dir noch welche ausborgen, die du auch zeigen möchtest? Habe ich gesagt, na klar, ich wüsste da zwei, die ich auch noch gerne zeigen möchte. Die kommen dann auch im Rahmen der Staffette. Aber keine Sorge, ich sage, welche mir gehören und welche ich nur ausgeborgt habe und welche ich eigentlich heute auf die Post bringen müsste. In dem Schnee, ich fürchte Sony, ihr müsst auch noch 1-2 Tage gedulden, sorry. Also, starten wir die große Objektivstaffette. Mit meinem neuesten Objektiv habe ich letztes Jahr erst gekauft. Es ist das 24mm 1.4 von Sony. Ich verwende es für fast alle meine Videos. Ist auch jetzt wieder da vorne dran. Es ist der Allrounder in meinem Sortiment. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was es ausmacht. Erstens, man kann angenehm nahe ran und wir machen die Blende mal ganz auf. Wird jetzt vermutlich sogar ein bisschen zu hell. Ja, Kamera schafft es noch. Wunderbar verschwommene Hintergründe. Ich kann jetzt wegen dem Tisch nicht noch näher turnen, aber dafür ist es wirklich großartig. Machen wir die Blende wieder ein bisschen sinnvoller. So. Das war Objektiv Nummer 1, mein 24mm. Kommen wir zum nächsten. Das ist das erste Objektiv, was ich mir gekauft habe, zusammen mit meiner allerersten A7. Ich verzichte immer auf die Kit-Objektive. Aus zwei Gründen. A, sind sie nicht besonders, sagen wir, besonders. Und zweitens, ich mag keine Zoom-Objektive. Profifotografen werden jetzt wegschalten und Daumen nach unten drücken. Ich bin ganz schrecklicher Fan von Festbrennweiten. Das sind Objektive, die nicht zoomen können. Dafür, naja, wie soll ich es zusammenfassen, ein bisschen bessere Bildqualität haben bei dem, was sie können. Und vor allem viel, viel weitere Blenden. Man kann also Hintergrund viel besser unscharf setzen und bei wenig Licht sind sie auch besser. Das hier war mein erstes Objektiv. Es ist das 35mm 2.8 von Zeiss. Es ist winzig. Ich verwende es heute noch gerne, vor allem als Reise-Spazierobjektiv, weil es einfach sehr, sehr klein ist. Und ich habe schon im anderen Video erklärt, die Sonnenblende habe ich immer drauf. Die ist mir mal auf dem Schiff in Griechenland auseinandergefallen. Habe ich sie mit Klebeband repariert und naja, jetzt lasse ich es drauf, weil die Leute dann immer das Gefühl haben, die Kamera sei billig und ein bisschen Mitleid mit mir haben. Ja, montieren wir das mal. So, da bin ich schon wieder. Jetzt sind wir mit einem 35mm Objektiv am Filmen. Ihr seht schon, ihr seid viel, viel näher bei mir. Wir kommen uns noch viel, viel näher im Verlauf der restlichen Objektive, die man hier schon nicht mehr im Bild hat. 35mm für Videos aus der Hand viel zu nah, aber wenn man ein Stativ hat und ein bisschen nach hinten rutschen kann,
überhaupt kein Problem. Wirklich ein auch sehr nützliches Video. Damit habe ich früher jeweils an Apple Keynotes meine Videos gemacht. Ich habe einfach das Stativ hingestellt, vorne rangestanden. Und bei 35 mm ist auch das Risiko relativ klein, dass man sich falsch hinstellt und dann nicht im Bilde ist. Jetzt kommen wir zum nächsten Objektiv. Das ist eins, was mir Sony ausgeborgt hat. Dass das relativ neue Sony 35mm 1.8. Sie haben dieser Tage übrigens auch ein 35mm 1.4 vorgestellt, der G-Master-Reihe. Das ist aber dann auch wieder sehr, sehr teuer. Das hier finde ich viel, viel spannender, das 1.8. Hätte es das am Anfang gegeben, ich hätte mir sofort das gekauft. Sony ist natürlich schlau, am Anfang machen sie immer ein bisschen teure Objektive und die billigen kommen später, dann fallen Leute wie ich drauf rein. Naja, haben ja auch keine Wahl, weil sie das halt unbedingt haben wollen. Auf jeden Fall, dieses 35mm 1.8 ist minimal billiger als mein 35mm. Ein bisschen größer natürlich, aber das ist wirklich sehr, sehr toll. Gutes Preis-Leistungs-Objektiv. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es jetzt über die Feiertage ganz viel ausprobiert und ja, auch die preiswerten Sony-Objektive sind inzwischen sehr, sehr toll. Aber was sage ich? Schauen wir es uns an, wie es sich für Video eignet. Ich wechsle wieder. So. Eieiei. Ja, wie ihr seht, an der Perspektive ändert sich nichts. Sollte sich ja auch nicht. Ist ja auch ein 35mm Objektiv. Der Unterschied ist, was ich dann selber gespannt bin, ob man es sieht. Ich sehe es jetzt auf dem Mini-Bildschirm nicht wirklich. Dieses Objektiv hat eine Blende von 1.8. Mein kleineres Sony hat 2.8. Das günstigere, was wir jetzt drauf haben, sollte besseren, unscharfen Hintergrund haben. Muss ich mir nachher mal anschauen, ob man das sieht. Auf jeden Fall für Video eignet sich, finde ich auch sehr, sehr gut. Ich hatte damit bis jetzt keine Probleme. Ein paar haben gesagt, der Autofokus sei nicht ganz so flink. Naja, ich bin ja auch nicht die ganze Zeit am Hin und Her tun, dass es ein Problem wäre. Nächstes Objektiv. Großer Liebling von mir. Wir hüpfen übrigens wieder eine Stufe weiter. Von 35 kommen wir jetzt zu den 50mm Objektiven. Da habe ich das hier. Das ist ein spezielles Objektiv. Das ist ein Original Zeiss. Die anderen Zeiss, die wir hier sehen, jeweils sind Sony Zeiss. Das ist so eine Kollaboration. Ich habe das nie ganz durchschaut, wer da jetzt was genau macht. Das hier ist auf jeden Fall nur von Zeiss. Ist ein rein manuelles Objektiv. Geht auf ein Design zurück von, na, wann muss das etwa sein? 1930, 1940. Uraltes Design-Sonar nennt sich das. 1,5er Blende. Sehr, sehr klein halt, weil es manuell ist. Sehr, sehr schwer, weil es fast nur Glas ist. Unglaublich schwieriges Objektiv zu bedienen, aber ich habe unglaublich viel Spaß damit. Ich verwende es inzwischen an meiner Original A7, der uralten, die ja eine lausige Automatik hatte. Und aber das ist ja Schnurz, weil wenn ich ein manuelles Objektiv an die uralt A7 mache, habe ich eine wunderbare, na, ich nenne es Leica M für Arm. Eine rundum manuelle Kamera mit immer noch sehr guter Bildqualität. Wollen wir mal schauen, ob ich das für Video zum Laufen kriege. Das ist natürlich ein bisschen schwierig mit manuell und allem, aber wir probieren aus. So, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil dieses Objektiv, wie gesagt, manuell ist. Ja, wir probieren es mal so. Erstens seid ihr mir jetzt deutlich näher und ich muss auf dem kleinen Bildschirm gucken, ob das halbwegs scharf ist. Ist natürlich schwierig, aber die Blende ist 1.5. Also der Hintergrund ist auf jeden Fall unscharf, mein Gesicht vermutlich auch ein bisschen. Aber wir können ja tricksen, wir können die Blende ein bisschen zumachen. Und dann sollte ich auch halbwegs im Bild sein. Ich muss da ein bisschen... Ja, wo bin ich scharf? Ja. Ja, ich weiß schon, warum ich nicht mit manuellen Objektiven Videos mache. Viel zu schwierig für mich. Darum kommt das nächste Objektiv in unserer Stafette ins Spiel. Ich halte es jetzt einfach ein bisschen überall hin, dass man es sieht. Es ist, oh, riesen Dachlawine gerade draußen. Ja. Zum Glück bin ich drin geblieben. Das ist das 55mm 1.8 von Sony. Und ich würde sagen, wir montieren es gleich, ehe ihr da noch lange unscharfe Bilder von mir anschauen müsst. Und da bin ich wieder.
jetzt auch scharf. Ich sehe es sofort auf meinem kleinen Bildschirm, dass der Augenautofokus natürlich wieder funktioniert. Wenn ich nur ein Objektiv haben könnte, würde ich mich für dieses 55mm 1.8 entscheiden, weil es einfach ein bisschen von allem hat. Verwende ich es oft? Im Moment verwende ich es sehr, sehr selten, weil ich lieber eines meiner lustigeren Objektive nehme. Aber wenn ich mir überhaupt nicht sicher bin, was mich erwartet, dann nehme ich immer dieses 55mm mal sicherheitshalber mit und montiere es auch schon drauf, weil es kann ein bisschen alles. Profifotografen haben ein bisschen Mühe damit, weil es hin und wieder nicht so schönes Bokeh macht, finden sie, und solche Sachen. Mir reicht es völlig. Ich mag das 55mm sehr. Es ist auch eines der Originalobjektive, was damals mit der A7 2012 oder 2013 erschienen ist. Wirklich ein tolles Objektiv. Für Videos verwende ich es sehr, sehr selten, weil entweder will ich nah ran, dann verwende ich eines der Objektive, die nachher kommen, oder ich möchte nicht so nah ran und dann verwende ich mein 24mm oder eben mein 35mm. Also, und jetzt, wo wir von nah sprechen, jetzt kommen wir uns sehr, sehr nah. Ich muss mal schauen, wie ich das dann überhaupt noch hinkriege. Ich habe mir ja vorgenommen, das Stativ nicht zu verschieben, also dass man wirklich sieht, was die unterschiedlichen Perspektiven sind. Ich muss jetzt schon ein bisschen da auf den Tisch liegen. Jetzt kommt, ich muss gerade schauen, doch das schwerste Objektiv zum Einsatz, das ist das 85mm 1.4. Habt ihr gesehen, jetzt hat der Autofokus mein Gesicht verloren. Für Video, wie gesagt, das 55 vielleicht nicht besonders ideal. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu nah dran. Na, auf jeden Fall, wir kommen zum 85mm. Das ist eines meiner großen Lieblingsobjektive. Ich liebe 85mm Objektive. Wenn ich Fotos denke, bevor ich sie mache, sehe ich sie meistens irgendwie so mit 85mm. Und das ist so die Brennweite, die ich im Kopf habe. Ich hatte nie wahnsinnig Freude an Weitwinkel. Weitwinkel ist super praktisch. Eben wie gesagt, das 24mm, wo haben wir es? Ist unglaubliches Arbeitstier, das Ding kann alles, ist überall dabei, man kann sogar Porträts damit machen, aber es macht mir nicht so viel Spaß. Das hier macht mir unglaublich Spaß, das ist ja der Porsche in meiner Sammlung, wenn ich denn Freude an Autos hätte. Probieren wir es aus. So, mal schauen, wo ich da den Kopf hinhalten muss, hier. Ja, jetzt sehe ich fast nur Glas von mir. Das Ding ist wirklich riesig und kann wunderbare Porträts schießen. Hintergrund wird sofort unscharf, wenn es denn noch Hintergrund hätte. Ich kann ein bisschen nach hinten rutschen, dass vielleicht noch ein bisschen Hintergrund ins Bild kommt. Viel sieht man hier nicht mehr, wenn ich mich mit 85mm filme. Aber eben das Objektiv macht für Fotografie unglaublich viel Spaß. Ich verwende es auch für Videos relativ häufig, gerade wo habe ich es verwendet? Ich glaube beim Unboxing der neuen iPhones im Keller unten habe ich es als Zweitkamera, an der Zweitkamera verwendet, weil es halt sehr lichtstark ist und ja, dafür eigentlich super. Autofokus ist nicht der schnellste auf der Welt, aber für Videos reicht es und ich sehe jetzt auch, meine Augen sind immer noch im Fokus. Wir filmen hier übrigens frech mit 1.4. Zum Glück ist es nicht allzu dunkel, da geht das. So, jetzt kommt wieder ein Objektiv, was mir Sony ausgebraucht hat, was mich unglaublich Wunder genommen hat, weil ihr habt es gesehen, mein 85mm Objektiv ist riesig, sehr, sehr schwer und naja, es ist auch nicht gerade billig. Jetzt kommt das hier ins Spiel, das ist das Sony 85mm 1.8. Man hat da so ein bisschen weniger Blende, dafür ist das Ding winzig, vergleichsweise sehr, sehr leicht. Und ich habe es auch über die Weihnachtsferien ausprobiert und ich muss sagen, man muss schon ein ziemlicher, ich wollte gerade sagen Depp sein, aber es hat ja sicher andere, die sich das teure auch gekauft haben, darum lasse ich das mit dem Depp. Man muss schon sehr viel Freude an Fotografie haben, um sich das teure G-Master zu kaufen, wenn man das hier haben kann. Hat mich wirklich überrascht, wie gut es ist. Kostet deutlich, deutlich weniger. Deutsche Preise müsst ihr sowieso immer nachschauen. Und mit all diesen Cashback-Aktionen, die die Fotohersteller jeweils machen, habe ich jeden Überblick über die Preise verloren. Aber das hier ist wirklich große Empfehlung. Aber schauen wir mal noch, wie es sich im Video schlägt und ob es einigermaßen auf meinen Augen haften bleibt. Habe ich das vorher schon gesagt? Nein, habe ich nicht. Der Autofokus des 85mm 1.4 ist nicht der schnellste. Für Sportfotografie würde ich es nicht empfehlen. Aber da nimmt man sowieso was anderes.
Liegt daran, dass es unglaublich viel Glas hin und her schieben muss. Darum ist es nicht wahnsinnig schnell. Probieren wir jetzt das Kleine aus. So. Und wo muss ich hier den Kopf hinhalten? Hier bin ich wieder. Ja, Perspektive sollte ziemlich identisch sein. Blende ist nur 1.8 im Vergleich zu 1.4, aber seien wir ehrlich, dass gerade bei Videos macht das eh nicht viel aus. Und für Portraits eignet es sich immer noch sehr, sehr gut. Also von allen Objektiven, die ich ausprobiert habe, finde ich das hier wirklich, das 35 1.8 war schon gut, aber das hier finde ich nochmal besser. Also wirklich eine günstigere, handlichere Variante von dem Klotz hier. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ein Objektiv habe ich noch. Es ist mein heimlicher Star in meinem Sortiment. Es ist das 90 mm Makroobjektiv. Wenn man sich ein Zweitobjektiv kaufen möchte für Sony System, ich empfehle dieses 90 mm Makro. Ihr denkt jetzt, Makro mache ich nicht, interessiert mich nicht, ich will keine Ameisen fotografieren. Muss man auch nicht damit. Das Ding kann alles. Ist ein wunderbares Portrait-Objektiv. Auch für normale Fotos eignet sich. Landschaft kann es auch, weil es sehr, sehr scharf ist. Also das hier ist wirklich unglaublich nützlich. Auch wenn ich Produktfotos mache, nehme ich häufig einfach das hier. Eigentlich könnte ich mir alle 85 mm Objektive sparen mit dem hier. Das Einzige, was es nicht hat, ist wahnsinnig viel Licht. Es hat nur eine 2.8er Blende. Reicht mit einer lichtstarken Kamera wie meiner Sony da locker flockig, aber naja, ich habe halt zu viel Freude am 85 mm. Aber vernünftigerweise würde das plus ein 24 mm Objektiv locker reichen, um all meine YouTube-Videos zu machen und fast alle meine Fotos. Also ja, das hier ist wirklich sensationell. Aber schauen wir es uns noch an der Kamera an. So, jetzt seid ihr mir nochmal einen Spur näher gerückt. Ja, ist ja 90 mm im Vergleich zu 85 mm. Und eben, es ist auch ein Makroobjektiv. Wir können jetzt Sachen da ganz nah ranhalten. Und wenn wir ein bisschen Geduld haben, sollte er sich scharf stellen. Ah, da. Dauert natürlich ein bisschen von da auf hier scharf zu stellen. Aber klappt sehr, sehr gut. Ich verwende es sehr, sehr gerne für Videos, gerade wenn ich Zeitlupe-Aufnahme von Sachen machen, nämlich das Objektiv. Kommt noch dazu, dass auch das Objektiv ein bisschen optisch stabilisiert ist. Das hilft auch. Profikameraleute lieben dieses Objektiv übrigens auch, weil es richtigen manuellen Fokus hat. Wenn man den Fokusring nach hinten zieht, kann man den Fokus richtig manuell mit Skala verschieben. Das ist super praktisch, wenn man manuell fokussieren möchte bei Videos. Ich kann das gar nicht, also komme ich nicht in Versuchung. Ich bin da immer auf Autofokus angewiesen, aber da mag ich dieses Objektiv auch sehr. Und eben, wenn ich kleine Details zeigen möchte, wie neulich bei den AirPods Max. Jetzt wollte ich sie schon wieder AirPods Pro Max nennen, aber sie heißen ja nur AirPods Max. Ja, da war es auch ausgesprochen praktisch. Und bei einem Schwarz-Weiß-Video habe ich es auch für so ein, ja eigentlich ziemlich genau für die Einstellung verwendet, um das Intro oder mein Sprechteil zu filmen. Dafür ist es auch sehr, sehr gut. Also ich mag dieses Objektiv sehr. Ist kein G-Master-Objektiv, darum vergleichsweise preiswert. Und habe ich noch etwas vergessen? Nein, ich glaube, wir haben alle Objektive durch. Ich würde sagen, falls dieses Video gefallen hat, gerne Daumen. Jetzt muss ich schauen, wo ich den Daumen hinhalten kann. Viel Platz habe ich nicht mehr, wird langsam eng hier. Daumen nach oben und ein Abo abschließen. Falls ihr das Video grässlich fandet, natürlich Daumen nach unten in den Kommentaren schreiben, warum. Und natürlich könnt ihr in den Kommentaren auch weitere Fragen schreiben. Mich interessieren Fragen immer sehr. Ich versuche alle zu beantworten. Ich bin immer noch ein bisschen im Hintertreffen, weil ja, auch wieder die Kopfhörer sind schuld. Da haben sich so viele Leute auf diesen Kanal hier gemeldet. Ja, ich bin immer noch ein bisschen am Kommentare beantworten, aber langsam habe ich's. Also, was muss man noch sagen? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt Schnee schaufeln muss. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann übrigens auch nicht mehr so nah. Ist wirklich auf Dauer für meinen Nacken ein bisschen anstrengend, wenn man die ganze Zeit schauen muss, dass man halbwegs im Bild ist. Also dann, bis zum nächsten Mal.